In diesem Video geht es um eine Aminosäure, die über Krankheit und Gesundheit entscheiden kann. Und zwar ist das nicht übertrieben gesagt, denn diese Aminosäure, sie heißt Methionin, ist an einem der wichtigsten Kreisläufe in unserem Körper beteiligt, dem sogenannten Methylkreislauf. Der Methylkreislauf ist zum Beispiel dafür da, um Stresshormone abzubauen. Er ist dafür da, um das stärkste körpereigene Antioxidans zu produzieren, das Glutathion. Und er ist dafür verantwortlich, dass unsere Gene, dass die richtig abgelesen werden und dass da keine Fehler passieren, so dass Onkogene oder einfach Gene, die eben stumm sein müssen, also nicht abgelesen werden dürfen, dass das auch so bleibt. Das alles steuert der Methylkreislauf. Und wenn der reibungslos funktioniert, dann haben wir hier auch überhaupt kein Thema. Jetzt kommt aber das Problem. Die Aminosäure Methionin, die haben ganz, ganz viele Menschen nicht in ausreichender Menge. Und jetzt mache ich mal schnell einen Schritt zurück und nenne dir den Satz, den ich von meinen Klienten meistens im ersten Gespräch am häufigsten höre. Und der lautet: Tamara, ich ernähre mich wirklich gesund und verstehe deshalb auch nicht, warum, dann kommen ganz viele Dinge, zum Beispiel, warum ich nicht abnehmen kann, warum ich ständig müde bin, warum mich dies und jenes und das. Und hier beginnt es. Wir oder viele Menschen wissen gar nicht, was eine gesunde Ernährung ist. Und ich frage dann auch oftmals, was ist denn für dich eine gesunde Ernährung? Die Antwort, die ich häufig bekomme, lautet: Ja, ich ernähre mich vor allem von Gemüse, von Obst, von naturbelassenen Lebensmitteln, ich esse viel Kartoffeln, ich trinke ausreichend Wasser, ich trinke kein Kaffee, ich trinke dafür Kräutertee zum Beispiel. Also es werden so die gesunden Lebensmittel aufgezählt. Und es wird mir dann auch gesagt, was nicht gegessen wird. Also ich esse kein Junkfood, kein Cola, ich trinke keine Süßgetränke, kein Alkohol. Also man kategorisiert quasi in gesunde Lebensmittel und in weniger gesunde. Und das ist ein Fehler. Denn nur weil man sich vorwiegend von den gesunden Lebensmitteln ernährt, ernährt man sich nicht automatisch gesund. Denn zum Beispiel diese Aminosäure Methionin, die ist nicht im Gemüse drin oder in der Kartoffel oder im Tee oder im Obst. Und obwohl man sich ja von diesen gesunden Lebensmitteln ernährt, hat man nicht ausreichend Methionin. Und daraufhin kommt es zu einem Durcheinander in diesem Methylkreislauf. Und all das, was der Methylkreislauf macht, was ich zu Beginn gesagt habe, das kommt ins Stocken und das hat eine Wirkung. Okay? Das heißt, gesunde Ernährung heißt, dass ich meinem Körper all diese essentiellen Stoffe, die er eben braucht, zur Verfügung stelle. Und genau das lernen wir nirgends. Ich finde, es gehört in die Grundschule. Es sind einfache Dinge, die wir, wenn wir sie wissen, ohne Probleme integrieren können in unseren Alltag. Doch wir müssen sie halt eben wissen und kennen. Und jetzt mal zurück zum Methionin. Ja, wo kommt es denn vor? Wo ist Methionin drin? Es ist vorwiegend in einer hohen Menge im Fleisch drin. Und ich sage jetzt nicht, dass du anfangen musst, viel Fleisch zu essen. Oder wenn du Veganer bist, dass du anfangen solltest, Fleisch zu essen. Nein. Denn aus ethischen Gründen und auch aus Gründen der Massentierhaltung und all diesen Antibiotika und Chemikalien, die sich im Fleisch befinden, hat es viele, viele Vorteile, wenn wir auf Fleisch verzichten oder wenn wir es wirklich nur in Maßen konsumieren. Jedoch dann muss man Methionin supplementieren, man muss es ergänzen. In irgendeiner Form muss das in den Körper rein. Okay? Es ist fahrlässig, wenn man es eben nicht tut und vor allem, wenn man es weiß, und jetzt weißt du es, und es nicht tut. Okay? Wo ist Methionin auch noch drin? Ich höre schon die Veganer, die sagen, ja, aber in Sesam ist es auch drin und in Paranüssen. Ja, das stimmt. Aber in ganz, ganz geringen Mengen. Du müsstest so viel Sesam essen und so viel Paranüsse, dass du auf die gleiche Menge Methionin kommst wie mit 100 Gramm Fleisch. Okay? Und bei Paranüssen, by the way, ist sowieso ein großes Thema, die sind von Natur aus radioaktiv. Man sollte nicht mehr als 2 Paranüsse pro Tag essen. Also wirklich, da leuchtet man dann irgendwann, weil, wenn man zu viel davon isst. Also ganz, ganz wichtig. So, jetzt, was kann man tun? Was ist die Lösung? Also, für Veganer und Menschen, die einfach wenig Fleisch essen, supplementiert
Methionin, und zwar täglich, entweder in Form von losgelösten Aminosäuren oder einfach in einem hochwertigen veganen Protein, wo die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahme vom Methionin in Pulverform in die Zelle auch wirklich gegeben ist. Ich verlinke euch zwei Produkte, die ich persönlich konsumiere. Das sind Aminosäuren und ein pflanzliches Protein, wo sehr, sehr hochwertig sind. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Thema, zum Kreislauf, zu irgendwas, stellt die Frage einfach unten in den Kommentaren rein. Ich freue mich, wenn ich mit diesem Video geschafft habe, dass einige Menschen auf das achten, dies dem Körper zuführen und sich somit ein wirklich wichtiges, eine wirklich wichtige Substanz zuführen und die maßgeblich an deiner Gesundheit beteiligt ist. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.